Man kann sie nicht erklären, nur fühlen, die Liebe zum Spiel. Millionen von Fans überall auf der Welt leben sie aus. Ihr Höhepunkt, die Weltmeisterschaft. Ein gigantisches Ereignis und ein Mega-Geschäft. Vor allem für die FIFA. Für einen Verein mit dem Selbstbewusstsein eines milliardenschweren Unternehmens. Es geht um Fußball, aber auch um Korruption und um Macht. Ist meine Show. Ja, eindeutig. In der FIFA herrscht die Kultur der Korruption. Die FIFA ist wie ein Kolonialherr des 15. Jahrhunderts. Harte Worte. Wir haben die Herrscher des Fußballs begleitet. Von Mauritius über Brasilien bis nach Katar und weiter. Über die FIFA wird viel geredet. Skandale, Gerüchte, was davon ist wahr? Unsere Spurensuche beginnt in einem Land, das als transparent gilt und bei der WM-Vergabe leer ausgeht. Die Niederlande haben sich zusammen mit Belgien für die WM 2018 beworben. Den Zuschlag erhält Russland. Wir treffen Hahn Kochels, einen Professor für Steuerrecht. Er hat für die Regierung ausgerechnet, was eine Weltmeisterschaft kostet. Und er gibt uns Dokumente, die die FIFA gerne geheim gehalten hätte. Es geht um 8 Garantien, die ein Land für eine WM zusichern muss. Und der Punkt 3, das Wichtigste, die Steuern. Was genau beinhaltet die Forderung zu den Steuern? Was beabsichtigt die FIFA damit? Die FIFA möchte für sich und ihre Sponsoren, wie sie selbst sagt, uneingeschränkte Freiheiten. Das heißt, eine Befreiung von jeder möglichen Art der Besteuerung. Und zwar vom Zeitpunkt der WM-Vergabe an ein Land bis zum Abschluss der jeweiligen Fußball-Weltmeisterschaft. Egal, wo die WM stattfindet. Keine Steuern. Denken Sie, so etwas gab es schon mal in der freien Wirtschaft? Nein, das ist eine einzigartige Situation. Die FIFA hält sich nicht an die Gesetzgebungen des jeweiligen Landes. Was kostet das? Wie teuer ist eine WM für ein Land? Wir haben das mal überschlagen. Die Kosten belaufen sich zwischen 300 und 900 Millionen Euro und mehr. Also eine riesige Summe. Und der Punkt ist doch der. Ausgaben entstehen. Die FIFA zahlt aber keine Steuern. Also müssen diese Ausgaben wieder reingeholt werden. Das zahlen dann die normalen Steuerzahler. Denn steuerfrei bedeutet subventioniert. Der Staat holt sich das Geld vom Steuerzahler. Ein wirklich irrer Zustand. Das heißt also, der kleine Bürger auf der Straße zahlt der FIFA die WM? Ja, genau. Und die FIFA macht einen riesigen Gewinn. Das belegen die Dokumente, die Hahn Kochels uns überlässt. Die FIFA will, dass alle WM-Bewerberländer die Forderungen und Richtlinien unterschreiben. Wer das nicht macht, der kann oder muss sogar damit rechnen, dass die FIFA sagt, keine Garantien, keine WM. Also absolute Steuerfreiheit oder eine Fußball-Weltmeisterschaft ist passé. Wir fliegen nach Brasilien zum Gastgeber der nächsten Weltmeisterschaft. Auch die Südamerikaner mussten die Forderungen der FIFA erfüllen. Sie lieben den Fußball. Sie lieben das lockere Leben hier. Doch während des Confed Cups gehen Hunderttausende auf die Straße. Millionen fehlt es am nötigsten. Gesundheit, Bildung, nichts funktioniert. Jetzt Milliarden für eine WM? Das bringt die fußballverrückten Brasilianer auf die Barrikaden. Die Kosten für die Weltmeisterschaft liegen laut brasilianischem Bundesrechnungshof schon jetzt bei über 11 Milliarden Euro. Die meisten Brasilianer leben in armen Vierteln, den Favelas. Was haben sie von der WM? Diego Silva, ein ehemaliger Fußballer vom Kultverein Flamengo, zeigt uns seine Favela Vidigal.
Wer hier nicht Profi wird, startet seine Laufbahn auf miserablen Schulen und beendet sie nach einem schlecht bezahlten Job. Aber auch sie finanzieren die WM mit ihren Steuergeldern. Die FIFA sagt immer, die Fußball-WM ist ein Fest des Volkes. Was denken Sie darüber, über den Slogan Fest des Volkes? Es sollte so sein. Es wäre toll, wenn es so wäre. Fußball ist ja auch ein Sport des Volkes. Aber die WM ist nicht für das Volk gemacht. Es ist unmöglich für uns, ein Spiel der WM zu sehen. Die Preise sind absurd. Von unseren Gehältern ist das nicht zu machen. Und trotzdem zahlen wir viel dafür. Sind die Leute hier in der Favela glücklich, dass die WM in Brasilien ist, oder ist das ganz egal? Egal. Völlig egal. Für uns spielt das keine Rolle. Das wird eine WM wie jede andere vor dem Fernseher. Und es wird viel zu viel Geld dafür ausgegeben, obwohl es doch viel wichtigere Sachen gibt. Da sollte das Geld hingehen. Und genau wo müsste dieses Geld investiert werden, was Sie ansprechen? Wir haben hier viele Probleme. Kein vernünftiges Gesundheitssystem, keine ordentliche Bildung, kein gutes Transportwesen. Sie haben doch auch die Demos im letzten Jahr gesehen. Die waren wichtig, auch gegen die FIFA. Und während der WM wird es wieder viele, viele Proteste geben. Sie planen ihre Proteste schon. 64 WM-Spiele, 64 riesige Demonstrationen, so rechnen sie. Nicht weit weg von Vidigal, die teuren Hochhäuser der Stadt. Ronaldo, der ehemalige Stürmerstar, der Deutschland im Finale 2002 mit 2 Toren fast allein besiegt hat, ist jetzt WM-Botschafter. Er lädt uns ein in sein Reich. Ganz locker plaudert er mit uns, offen und herzlich. Auch er kommt aus einer der großen Favelas in Rio. Die WM kommt nach Brasilien. Wie wichtig ist diese WM für Sie und alle Brasilianer? Es ist das größte Event in der Geschichte Brasiliens. Wir sind voller Vorfreude und Enthusiasmus. Wir haben sehr, sehr viel Geld investiert. Nicht nur in die Stadien, auch in die Infrastruktur des Landes. Es wird ein einzigartiger Moment für unser Land, diese WM auszutragen. Verstehen Sie die Leute auf der Straße, die demonstriert haben, auch gegen die FIFA? Ich unterstütze alle Demonstrationen des brasilianischen Volkes, die gewaltlos sind. Und ich verstehe die Anliegen. Auch ich will ein besseres Brasilien. Die Leute sind müde, haben die Nase voll, das Sozial- und Gesundheitswesen funktioniert nicht. Deswegen unterstütze ich die Proteste. Es gibt die Meinung, dass die FIFA die WM nur nutzt, um Geld zu verdienen und wenig für das Volk übrig lässt. Was sagen Sie dazu? Das kann ich verstehen. Die Leute assoziieren die WM mit einer negativen Entwicklung im Land. Aber ich glaube, wir sollten uns alle freuen auf die WM. Vielleicht sind diese Investitionen ja auch Investitionen für die Zukunft. Ich freue mich jedenfalls auf die WM und finde, sie ist sehr wichtig für Brasilien. Und wer gewinnt die WM? Für mich gibt es 3 Favoriten. Brasilien, Deutschland und Spanien. Und das wird auch die Reihenfolge werden. Ronaldo, kein Fußballfunktionär. Das will er auch nie werden, sagt er uns noch. Im legendären Maracanã hat er oft gespielt. Jetzt aber sieht es anders aus. Es gelten FIFA-Regeln, hohe Zäune, eine 2 Kilometer Bannmeile zum Schutz aller Sponsoren, keine Stehplätze. Den Mythos Maracanã gibt's nicht mehr. Das sieht man, wenn Flamengo spielt, der beliebteste Verein hier. Das Stadion gähnend leer. Die Tickets kosten fast 50 Euro, das Essen teuer und schlecht, das Bier teuer und alkoholfrei.
Ihre einhellige Meinung hier, früher war alles besser, vor allem im Maracana. Verliert der Fußball seine Seele? Nur noch eine Ware, ein großes Geschäft? Chris Gaffney, ein amerikanischer Architekturprofessor, der schon lange in Brasilien lebt, hat darüber Bücher geschrieben und die Proteste in Rio mitorganisiert. Wird es dieses Jahr, wenn die WM hier gespielt wird, wieder Proteste geben? Während der WM werden wir riesige Proteste sehen, keine Frage. Proteste gegen die FIFA und gegen die Vertreter des hiesigen Fußballs, die mit der FIFA in einem Bett liegen. Das sind die, die der FIFA alles ermöglichen, das Geld hinterherwerfen, ihr das Feld bereiten. Was denken Sie, beeinflusst das die FIFA? Ich denke, die FIFA muss sich und ihr Geschäftsmodell hinterfragen. Dieses Modell sieht so aus. Die Regierungen zahlen der FIFA Geld für eine WM-Konzession, das aus dem Topf der Steuerzahler kommt. Also öffentliche Gelder gehen in private Hände. Es ist wie bei einem Parasit, oder besser, die FIFA ist wie ein Kolonialherr des 15. Jahrhunderts. Bei der letzten WM nimmt die FIFA über 3 Milliarden Euro ein. Für Südafrika bleiben trotz des kurzfristigen Werbeeffekts und einer verbesserten Infrastruktur Schulden und sinnlose Fußballtempel. Am Ende gewinnen die FIFA und das Big Business. Interessiert die hohen Herren des Fußballs, was sie anrichten? Die FIFA residiert in einer der teuersten Metropolen der Welt. Hoch über der Stadt in der FIFA-Straße, die Zentrale der Macht. Sein Herrschaftssitz, Sepp Blatter, 78-jähriger Schweizer aus dem Wallis, seit 30 Jahren in der FIFA, seit 98 Präsident. Bei Pressekonferenzen ist nur eine Frage pro Journalist gestattet, wenn man denn aufgerufen wird. Hier gilt, so heißt es, strikte Demokratie. Das sieht so aus, ein nationaler Verband, eine Stimme. Der DFB als größter Fußballverband der Welt hat genauso viel Stimmrecht wie der der amerikanischen Jungferninseln, der Malediven oder Osttimor. 209 Delegierte aus 6 Kontinentalverbänden kommen zum jährlichen FIFA-Kongress zusammen. Dieser wählt den FIFA-Präsidenten, setzt das Exekutivkomitee ein und vergibt die Weltmeisterschaften. Ein Insider ist Roland Büchel. Als Manager hat er lange für die FIFA gearbeitet, weiß, wie es im Inneren abläuft. Mittlerweile sitzt er für die Konservativen im Schweizer Nationalrat. Was ist die FIFA genau? Sie hat denselben Status wie ein Jodelverein. Ist eigentlich ein Staat im Staat. Und im Vereinsrecht, das in der Schweiz immer noch gilt, auch für den Milliardenkonzern, ist das schlicht und einfach nicht mehr richtig. Die FIFA wäre ja eigentlich ja steuerbefreit. Die sind relativ schlau, zahlen ein bisschen Steuern. Das ist natürlich absolut nicht adäquat im Verhältnis zum Gewinn. Wie viel Gewinn macht die FIFA? Die FIFA macht dreistellige Millionengewinne, macht Milliarden Umsätze pro Jahr. Und das Geld ist natürlich leicht verdient mit TV- und Marketingrechten. So leicht kann kaum eine Firma das Geld vom Himmel schneien lassen wie die FIFA. Was genau ist Sepp Blatter in diesem Verein? Ja gut, er sagt es selbst, ich bin der Diktator, ich diktiere. Er ist seit 30 Jahren dabei, zuerst als Generalsekretär, jetzt als Präsident. Er diktiert den Laden. Aber wie schafft er das, das so zu kontrollieren? Da geht es schon sehr viel ums Geld, weil so viele Mittel, die reinkommen, die er wieder verteilt, den Föderationen, den Konföderationen und natürlich auch den einzelnen Funktionären. Die haben Boni in Millionenhöhe, schlimmer als die Banker. Es gibt extrem hohe Vergütungen. Allein im letzten Jahr 36 Millionen US-Dollar für die höchsten Funktionäre. Fast 3 Millionen mehr als 2012. So steht's im Finanzbericht. Wie das Regieren in der FIFA funktioniert, sehen wir beim letzten Weltkongress. Für die Funktionäre eine Traumreise auf FIFA-Kosten. Viele Journalisten bleiben dafür daheim. Wir fahren in das Hotel der Delegierten aus Afrika und Asien.
Ein Fünf-Sterne-Haus direkt am Wasser. Zwar läuft der Kongress auf Mauritius nur 1,5 Tage, doch die FIFA hat für eine Woche alles bezahlt. Businessflüge, Vollverpflegung, rund 500 US-Dollar Tagessatz. Hier lässt es sich hervorragend leben. Die Mitglieder des Exekutivkomitees geben ihr Hotel nicht bekannt. Wir folgen einer ihrer Limousinen. Abgeschieden liegt sie, die teuerste Herberge der Insel, geblockt für 2 Wochen und nur für die 25-köpfige FIFA-Führungsriege. Hallo, guten Tag. Wir kommen vom deutschen Fernsehen. Dürfen wir rein hier? Nein, Sie brauchen ein offizielles Dokument der FIFA. Wir dürfen da drin nicht drehen? Nein, verschwinden Sie. Dann kommt der Präsident. Sepp Blatter mit einer Eskorte wie bei einem Staatschef. Wenn er vorfährt, müssen alle anderen geduldig warten. Auch UEFA-Präsident Michel Platini. Ein paar Europäer fordern Reformen, Aufklärung, Transparenz. Doch das will hier keiner wirklich hören. Das auch nicht sein Thema. Blatter, der Chef, ein gewiefter Taktiker. Umgarnt die Delegierten, schmiedet Allianzen, bekommt fast immer Recht und volle Zustimmung. Abstimmungsergebnisse wie in der DDR. Monsieur le Président, comment ça va? Très bien, bon speech, vous êtes en plein forme. Bon congrès, Président, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Schön zu hören. Es ist meine Show. Ja, eindeutig. Thumbs up. Sepp Blatter spricht höchst selten mit der Presse. Wir fragen ihn trotzdem. Herr Blatter, sind Sie eigentlich aufgeregt vor so einem Event? Nicht aufgeregt. Ich bin so wie ein Schauspieler oder ein Artist, der auf die Bühne geht. Es muss etwas prickeln, sonst ist es nicht gut. Ist das Ihre große Show hier? Nein, es ist keine Show. Es ist ein Kongress zu führen, ist eine Aufgabe. Aber für mich, würde ich sagen, ist das eine vornehme und angenehme Aufgabe. Wie laufen denn die Reformen? Was denken Sie? Wie laufen? Die Reformen. Gut. Gut bis sehr gut. Aber warum? Keine Offenlegung der Gehälter, keine Offenlegung der Boni, Altersbegrenzung, Amtszeitbegrenzung, alles weg. Sind das wichtige Sachen in einer Reform? Da frage ich Sie. Sind das keine wichtigen Sachen? Nein. So ist das also. Zwar müssen ein paar FIFA-Bosse gehen, sie haben gegen den Ethikcode verstoßen, wie es so schön heißt. Die engen Vertrauten von Blatter sind noch da. Wie Issa Hayatou, afrikanischer Verbandsboss, obwohl er nachweislich Schmiergelder genommen hat. Wo Vradi Makudi aus Asien, handelt nebenbei auch mit Fernseh- und Marketingrechten. Und Julio Grondona, FIFA-Vizepräsident, soll auch Schmiergelder bekommen haben. Herr Hayatou, können wir ein Interview bekommen? Nein. Warum nicht? Niemals. Dürfen wir mit Ihnen sprechen? Nein. Keine Interviews? Nein, ich muss gehen. Herr Grondona, können wir kurz reden? Quick Interview with you. Nein. Warum geben Sie keine Interviews? Ich sage nichts. Wie viel Schmiergeld haben Sie erhalten? Warum keine Interviews? No interviews at all. Hören Sie, ich spreche nicht mit Ihnen. Issa Hayatou, hier steht es schwarz auf weiß, hat Schmiergelder angenommen, vom IOC abgestraft, von der FIFA nicht. Zwar gibt es jetzt eine Ethikkommission, die selbstständig ermitteln soll, aber ob die wirklich unabhängig ist? Ihr Chefankläger wird von der FIFA bezahlt. Wir sind in England bei dem, der die größten FIFA-Skandale aufgedeckt hat. Andrew Jennings, ein weltweit anerkannter Kritiker, der FIFA seit 20 Jahren auf den Fersen. Seit knapp einem Jahr arbeitet er auch mit dem FBI zusammen, das gegen die FIFA und die Bestechlichkeit von Mitgliedern ermittelt. Er findet klare Worte. Die FIFA ist ein Verbrechersyndikat. Geld wird verteilt, ein paar WM-Tickets und so, und die Loyalität wird immer größer.
Sie müssen verstehen, warum. Blatter bleibt an der Macht, auch durch die Leute, die nachweislich Schmiergelder genommen haben, aber nicht von ihm bestraft werden. Deswegen lieben sie ihren Präsidenten. Warum ist Issa Hayatou für Präsident Blatter so wichtig? Blatter braucht die Stimmen der über 50 Länder und damit Stimmberechtigten aus Afrika, und Issa Hayatou kann diese Stimmen liefern. Deswegen ist er ein guter Freund. Wenn er Geld nehmen will, soll er es nehmen. Hauptsache, er unterstützt Blatter. Aber es gibt Beweise, dass Issa Hayatou Schmiergelder genommen hat, oder? Ich habe die Beweise. Wir können, das ist gerichtlich belegt, sagen, Hayatou hat Schmiergeld genommen. Es ist die Wahrheit. Wir haben die Dokumente. Blatter will nicht darüber reden. Beide sind noch im Amt. Es ist doch ein herrliches Leben. Die machen 30 Jahre krumme Geschäfte im Namen des Fußballs. Mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Sie stehlen dem Fußball Geld. In London setzt der englische Fußballverband auch einen Bewerber für die WM 2018. Das Ergebnis ist bekannt. Chef damals Lord David Treisman. Er spricht hinterher offen davon, dass ihm Stimmen zum Kauf angeboten wurden, schwört das vor dem britischen Parlament und beschwert sich bei der FIFA. Geändert hat das nichts. In der FIFA herrscht die Kultur der Korruption. Die Realität ist, bevor nicht alle alten Herren, die die FIFA seit Jahren und Jahrzehnten führen, gehen, und ich meine alle, gibt es keine Neuausrichtung. Es sieht so aus, als würde Sepp Blatter noch weiter regieren wollen. Er wird ankündigen, für Veränderungen zu sorgen. Ich sage, das haben wir so oft gehört. Ich glaube nicht daran, dass sich jemals etwas ändert innerhalb der FIFA. Auf dem Weg zurück nach Rio de Janeiro. Hier findet im Sommer die WM statt. Wir wollen versuchen, etwas Licht in die dunklen Geschäfte der Fußballfunktionäre zu bringen. Vor allem von einem. Ricardo Teixeira, jahrelang Mitglied im FIFA-Exekutivkomitee. Er hat die WM hierher geholt. Plötzlich gibt er alle Ämter auf, sagt ihm, gehe es nicht gut. Wohl nicht, ohne sich vorher am Fußball zu bereichern. Wie hat er das gemacht? Wir suchen nach Belegen. Der Pate des brasilianischen Fußballs. Er hier, Ricardo Teixeira, Sepp Blatters enger Freund. Schwiegersohn von Blatters Vorgänger João Havelange. Teixeira war gleichzeitig der Präsident des Fußballverbands und des WM-Organisationskomitees. Dann bekommen wir offizielle Dokumente zugespielt, die zeigen, Teixeira hat Millionen schwarz dazu verdient. Mit Freundschaftsspielen der brasilianischen Nationalmannschaft, wie der Partie gegen Portugal im November 2008. Allein mit diesem Spiel kassiert er rund 4 Millionen US-Dollar. Wie lief das ab? Im Namen des brasilianischen Fußballverbandes hat er die Marketing-, Hotel- und Transportrechte an eine Firma vergeben, ohne öffentliche Ausschreibung natürlich. Und diese Firma war von ihm selbst gegründet und hat hinterher die Millionen auf sein Privatkonto überwiesen. Finanzdelikte, Geldwäsche, Korruption. Gegen Ricardo Teixeira ermitteln die brasilianischen Behörden noch in weiteren Fällen. Er zieht noch immer die Fäden, behauptet der Kapitän der Weltmeistermannschaft 1970, Carlos Alberto Torres, jetzt ein WM-Botschafter. Wir haben jetzt zwar einen neuen Präsidenten im Fußballverband, José María Marín. Geändert hat sich aber nichts. Der Apparat, alle Funktionäre sind noch dieselben. Es ist alles wie früher. Die finanziellen Strukturen und die Sponsoren sind die gleichen. Es gibt nur einen, der hier das Sagen hat. Teixeira. Also ein Marionettenspiel. Und im WM-Organisationskomitee? Auch hier war Teixeira lange Chef. Eine Mitarbeiterin zeigt uns die Büros. Sagt stolz, dass hier alles transparent und sauber abläuft. Die Direktorenzimmer bekommen wir aber nicht zu sehen. Dort sitzt die Tochter von Ricardo Teixeira und wird bestens bezahlt.
Wir fragen den jetzigen WMOK-Chef Ricardo Tragi nach seinem Vorgänger, nach Teixeira. Was hat sich hier geändert, seitdem Ricardo Teixeira aus dem Amt ist? Nichts hat sich verändert. Es ist immer noch alles gleich. Im Verband und hier im OK, ob mit Ricardo Teixeira oder seinem Verbandsnachfolger José María Marín. Die machen das Gleiche, genau das Gleiche. Und sie beide kontrollieren und sagen, was zu tun ist. Ob Teixeira oder Marín, das ist wie eine Person. Ob jetzt der eine oder der andere das oder das macht, das ist egal. Obgleich es gerichtlich belegt ist, dass Teixeira Schmiergelder genommen hat? Nein, er ist kein Krimineller. Für mich ist er kein Krimineller. Wäre er einer, wäre er doch im Gefängnis. Aber es gibt doch die Dokumente. Dann werden wir von den Pressedamen unterbrochen. Keine weiteren Fragen. Der Chef zieht von dannen. Dabei ist Teixeira auch in den ISL-Skandal verwickelt. Die ISL war eine Firma, die Marketing- und Fernsehrechte günstig bekommen und dafür FIFA-Leute geschmiert hat. Im großen Stil. Ein Schweizer Gericht hat das bestätigt. Teixeira und Schwiegervater Havelange haben Schmiergelder in Höhe von rund 22 Millionen Franken erhalten. Ihr Glück, zu der Zeit war Korruption keine Straftat in der Schweiz. Ricardo Teixeira lebt mittlerweile im Exil in Florida. Schwierig für die brasilianische Staatsanwaltschaft, die ermittelt. Wir folgen seinen Spuren nach Miami. In Miami gutes Wetter, viele Südamerikaner. Und Teixeiras Ehefrau hat einen amerikanischen Pass. Wo Ricardo Teixeira lebt, steht ganz öffentlich im Internet. Er besitzt ein Anwesen nördlich von Miami. Dahin machen wir uns auf den Weg, wollen ihn befragen zu seinen dubiosen Geschäften. Marcus. Thanks. Eine sündhaft teure Golfclub-Anlage. Der Manager lädt uns ein, lässt uns filmen. Die Villen zwischen 2 und 5 Millionen US-Dollar teuer. Wir gehen klingeln. Doch es antwortet keiner, niemand macht uns die Tür auf. Vielleicht ist Teixeira sogar im Stadion. Beim Testspiel Brasilien gegen Honduras direkt um die Ecke. Wir bekommen keinen Zugang, nur die Bilder vom Sieg der Seleção. Fußball in Florida? Ein Freundschaftsspiel der Brasilianer hier? Kann das Zufall sein? Teixeira jedenfalls wohnt nicht weit weg. Am Hafen von Miami finden wir Joe, der uns etwas zeigen will. Denn Ricardo Teixeira hat noch ein Häuschen auf Sunset Island, einer der exklusivsten Adressen der USA. Die bescheidene Residenz, eine Villa mit 7 Bädern und eigenem Spa-Bereich. Nach langem Suchen endlich gefunden, das hier ist die Villa von Ricardo Teixeira. Nur sein Wochenendhäuschen, das hat er gerade frisch gekauft. Das kann man nachlesen in offiziellen Dokumenten in Miami. Für 7,4 Millionen vom ehemaligen Tennisprofi Anna Konikova. Von Florida aus kontrolliert er noch immer den Fußball in Brasilien. Joe erklärt uns, dass wir auch mit dem Auto auf die Insel kommen. Wir starten noch einen Versuch, ein Interview zu bekommen. Dieses Mal auf Sunset Island. Hallo. Hallo, wie geht es Ihnen? Ist Ricardo Teixeira da? Wir kommen vom deutschen Fernsehen. Wir suchen Ricardo Teixeira. Ist Ricardo Teixeira da? Stellt er sich etwa? Das Tor öffnet sich. Sein Porsche steht auf dem Hof. Hallo, ich bin Markus Harm vom deutschen Fernsehen, ZDF. Ich möchte gerne mit Ricardo Teixeira sprechen. Ist er da? Ich würde gerne ein Interview führen. Nein, er ist nicht hier. Markus Harm, deutsches Fernsehen. Können wir ein Interview bekommen? Warum hast du das Tor aufgemacht?
Oh, ich wusste es nicht. Er ist nicht hier. Gehen Sie oder ich rufe die Polizei. Wir schaffen es einfach nicht, mit dem Fußballpaten zu sprechen. Auch auf unsere schriftlichen Anfragen reagiert er nicht. Dabei reichen Teixeiras Kreise bis nach Katar, Austragungsort der WM 2022. Er hat für das Wüstenland gestimmt. Auch hier soll viel Geld geflossen sein. Katar! Noch immer die umstrittenste Entscheidung der FIFA, begleitet von Spekulationen über Schmiergeldzahlungen. Fakt ist, zwei Exekutivmitglieder werden vor der Wahl aussortiert. Sie haben ihre Stimme zum Kauf angeboten, werden dabei gefilmt. Sechs weitere müssen die FIFA hinterher verlassen, also jeder Dritte. Katar, das reichste Land der Welt. Im Sommer bis zu 50 Grad heiß. Jetzt im Frühjahr sind es auch schon knapp 40. Noch immer steht nicht fest, ob hier im Sommer oder im Winter gespielt werden soll. Wir werden von den Organisatoren der WM in ein Kino eingeladen. Angenehm klimatisiert. Auf diesen Ledersesseln haben auch die FIFA-Inspektoren gesessen, die Katar vor der Wahl begutachten. Aber sie sind danach nicht überzeugt. Die Bewertungstabelle der Fachleute ist öffentlich. Das einzige Land, das sich schlecht und mit hohem Risiko bewertet haben, Katar. Wohl die Schlüsselfigur vieler Schiebereien, das ehemalige FIFA-Exekutivkomitee-Mitglied Mohammed bin Hammam. Blatters Vertrauter lange Zeit. Der Katarer hat für ihn die Präsidentschaftswahl mitfinanziert. 2011 wird er der Korruption überführt, muss gehen. Er soll auch FIFA-Granten Geld für ihre Stimme bei der WM-Vergabe bezahlt haben. In einem der teuersten Gebäude in Doha sitzt das WM-Organisationskomitee. Nach langem Warten stellt sich der Vizechef unseren Fragen. Wie haben Sie es geschafft, die FIFA zu überzeugen, hier zu spielen? Ich denke, es war ein Verdienst unserer harten Arbeit. Und das, was die Leute für schlecht befinden, ist in Wirklichkeit sehr gut. Auch wenn viele es nicht so sehen wollen, wir schon. Hat Katar mehr Geld ausgegeben als die anderen Bewerber? Wie hoch waren Ihre Ausgaben für die WM-Bewerbung? Ja, wir haben viel mehr Geld bezahlt als alle anderen. Aber wir hatten eine gute Kampagne, haben wirklich viel gemacht, auch Sachen, die man normalerweise nicht macht. Ich meine Werbung und eine Tour rund um die Welt, sodass wir die Unterstützung bekommen. Acht der FIFA-Exco-Mitglieder, die über die WM-Bewerbung entschieden haben, mussten gehen. Haben Sie denen Schmiergeld gezahlt? Um Ihre Frage zu beantworten, nein. Ich kann nicht für diese Leute sprechen und auch nicht darüber, was passiert ist. Vielleicht sollten Sie die befragen. Habe ich versucht, nie eine Antwort bekommen. Sie bauen schon jetzt wie verrückt in Katar. Die größte Baustelle der Welt. Es gibt ungefähr 2 Millionen Einwohner, nur 250.000 davon sind Katarer. Alle anderen Gastarbeiter. Die rund um die Uhr schuften müssen, oft unter menschenunwürdigen Bedingungen, wie der Internationale Gewerkschaftsbund kritisiert. Mit einem dicken Wagen werden wir vom technischen Direktor Scheich Al-Mari kutschiert. Er will uns eine der WM-Baustellen zeigen und dass hier alles in bester Ordnung ist. Doch vieles wirkt seltsam. Die Anzüge der Arbeiter sind blitzsauber. Sechs Leute halten ein Maßband und immer wieder warme Worte vom Chef. Unsere Religion schreibt es uns vor, sich um alle gleich zu kümmern. Nicht erst seitdem es die Anschuldigungen gegen die Menschenwürde gibt. Wir sorgen uns um alle Arbeiter. Wir sind doch eine große Familie. Als wir sagen, wir sind mit dem Drehen fertig, stellen sie sofort das Arbeiten ein. Mittagspause wird uns erklärt. Dabei ist es morgens um 10:30. Nur rund 500 Meter entfernt von der WM-Baustelle dieses Camp. Das zeigen sie uns nicht.
Angeblich hat das nichts mit der WM zu tun. Hinter Gittern hausen sie. Müll und Dreck überall. Am nächsten Tag lange Beratungen. Das WM-Organisationskomitee möchte uns ihre Arbeiterunterkünfte präsentieren. Im besten Licht, versteht sich. Das hier ist ein Dreibettzimmer. Wir kümmern uns. Die Arbeiter bekommen alles. Hier ist ein Tisch und auch ein Schrank, in dem sie ihre Sachen verschließen können. Seit einem Jahr bewohnt, sagen sie. Es gibt immer kostenlos drei warme Mahlzeiten und je nach Herkunft landestypisches Essen. Und für Freizeitbeschäftigung ist auch gesorgt. Wenn die Arbeiter nach Hause kommen, ist alles da für sie. Auch ein Fernseher, da können sie Sport schauen. Es sieht alles nagelneu aus. Haben Sie das gerade erst aufgestellt oder wie lange steht das schon? Das steht schon lange. Aber wir kümmern uns einfach um alles. Es geht eben nichts über gute Betreuung. Als wären die Gastarbeiter Hotelgäste. Nagelneue Wohnanlagen, kein Anzeichen von echtem Leben, keine Erinnerungsstücke, keine persönlichen Gegenstände, keine Schuhe, nichts. Es sieht aus wie ein Musterhaus, was uns hier von den Ausrichtern der Fußball-WM 2022 präsentiert wurde. Aber wir haben Arbeiter ausfindig gemacht, haben recherchiert und diese Arbeiter wollen uns von dem wirklichen, von dem echten Leben erzählen. Die sind im Straßenbau tätig, Peter und Serge aus Kamerun. Sie nehmen uns mit in ihrem Bus, der sie in ihr Camp bringt. Wir filmen mit versteckter Kamera. Sie bekommen umgerechnet nur rund 250 Euro im Monat. Den Job wechseln oder ausreisen dürfen sie nicht. Ihre Pässe abgenommen vom Arbeitgeber. Jeden Tag geht's 1,5 Stunden rein nach Doha und nach der Arbeit wieder zurück, mitten in die Wüste. Ihr Zimmer, 18 Quadratmeter groß für 6 Personen. Als wir drinnen sind, die Tür verschlossen ist, drehen wir mit ordentlicher Kamera und sprechen mit Peter. Wie geht es Ihnen? Wie ist Ihre Situation hier? Naja, was soll ich sagen? In diesem Land gibt es für uns keine Freiheit, keine Menschenrechte. Was denken Sie? Ist das Freiheit? Wir müssen 12 Stunden arbeiten, jeden Tag. Das ist nicht leicht. Und danach sind wir hier, haben keine Freizeit, keine Freiräume, sind überhaupt nicht informiert, was in der Welt passiert. Sie haben keinen Fernseher, kein Internet, nichts? Nichts, nein. Wir haben gefragt, ob wir mal ins Internet dürfen. Aber nein. Bei der Arbeit ist es manchmal so. Wenn du dich 5 Minuten hinsetzt, dann schreien sie gleich. Warum sitzt du? Wie zur Sklavenzeit. Genau so ist das hier. Geben sie ihnen etwas zu essen? Geben sie ihnen saubere Sachen oder Seife? Nein. Hier können Sie sehen, das ist mein Sack mit Reis. Das koche ich und esse ich jeden Tag. Mehr kann ich mir nicht leisten. Die geben uns nichts. Seife und Arbeitssachen muss ich selber zahlen. Das Einzige, was sie uns geben, ist diese Unterkunft. Viele hausen hier ähnlich wie Sklaven. Und ohne Pässe sind sie gefangen. Weil Peter und Serge mit uns reden, fürchten wir um ihre Sicherheit. Durch Hilfsorganisationen haben sie das Land inzwischen verlassen. Auf Baustellen und in Camps soll es schon 44 Tote gegeben haben. Der Internationale Gewerkschaftsbund rechnet mit vielen weiteren bis zur WM. Wir wollen die Verantwortlichen im Organisationskomitee zur Rede stellen. Treffen die Chefin des Arbeitsrechteprogramms, Farah Al-Mufta. Warum kann offensichtlich niemand aufstehen und sagen, wir beenden diese schlechte Situation für die Arbeiter hier?
Also ich denke, wenn Sie zurückschauen, gibt es die Zusage der Regierung und auch von unserer Seite, dem Organisationskomitee, dass wir die WM nutzen werden für eine positive Veränderung. Der Internationale Gewerkschaftsbund hat gerade einen Bericht über die schlechten Bedingungen hier herausgegeben. Was sagen Sie dazu? Die schreiben etwas Falsches. Die schreiben über ein anderes Stadion, nicht über unsere Baustelle. Trotzdem spricht der Internationale Gewerkschaftsbund von moderner Sklaverei. Naja, jeder kann sagen, was er will. Ich würde es nicht, Sie wissen schon, WM-Sklaven oder so nennen. Aber ich denke, jeder sollte beide Seiten sehen, die guten und die schlechten. Und nicht immer nur die schlechten. Also, wenn das Schlechte doch schlecht ist, muss man doch darüber reden. Naja, Sie müssen das zur Sprache bringen, ja. Die Aufmerksamkeit für dieses Problem ist wichtig, denn so kommt etwas zur Sprache, was viele Leute gar nicht mitbekommen in ihrem tagtäglichen Leben. Was denken Sie persönlich, wenn Sie an einem Camp vorbeifahren, die Zustände und den Müll sehen und die Arbeiter sagen, sie haben keine Freiheiten und keine Rechte? Naja, wenn Sie sich das neue Arbeitsrecht in Katar ansehen, dann ist das ein sehr gutes Rechtssystem. Aber es muss umgesetzt werden. Bis jetzt ist es nur aufgeschrieben. Auch unsere Standards, diese hier, schöne Worte auf Papier. Was wohl Ihr Pressestab dazu sagt? Nur schöne Worte auf Papier. Das kritisieren viele internationale Organisationen. Und die FIFA? Die beschert der Diktatur am Golf in 9 Jahren trotzdem das größte Fußballfest der Welt. Wie konnte das FIFA-Exekutivkomitee nur für Katar stimmen? Theo Zwanziger gehört ihm an seit 2011. Er redet mit uns, trotz lädiertem Gesicht nach einem Unfall im Haus. Katar wird erst 2022 gespielt. Jetzt reden schon trotzdem alle drüber. Können Sie das Thema überhaupt noch hören? Gott, es gibt viele Themen, die ich nicht mehr hören kann. Man kann es nicht aussuchen, aber Katar war natürlich von Anfang an mit der Entscheidung im Jahr 2010 eine sehr, sehr umstrittene Sache. Und das wird sich auch so fortsetzen, da habe ich keinen Zweifel. Also, Sie bleiben dabei ein Fehler? Ja, ich denke schon. In der Konkurrenz zu den anderen Mitbewerbern war das nicht die beste Bewerbung. Und von daher bleibe ich dabei, dass diese Entscheidung falsch war. Wir waren vor Ort, wir haben dort gedreht, haben gesehen, dass die Bedingungen für die Arbeit der Menschen unwürdig sind. Auch Amnesty International hat das gesagt, der Internationale Gewerkschaftsbund hat das gesagt. Wie sehen Sie das? Das, was dort bei den Arbeitern, was die für Verhältnisse antreffen, was sie für hygienische Verhältnisse haben, für Unterkünfte, für finanzielle, für wirtschaftliche, das ist, muss ich ganz offen sagen, auch für mich erst jetzt klar geworden. Wir müssen versuchen zu helfen, dass diese Umstände verbessert werden. Aber warum kann die FIFA kein Zeichen setzen und sagen, solange es keine internationalen Standards, keine internationalen Rechte gibt, geben wir das Turnier woanders hin? Nein, das können Sie zunächst einmal nicht, weil Sie ja die Entscheidung getroffen haben und auch darauf Verträge gegründet worden sind. Also ich habe, glaube ich, noch nicht zu denen gehört, die gesagt haben, diese Vergabe war die exzellenteste Entscheidung, die der Sport insgesamt jemals getroffen hat. Dazu gehöre ich nicht. Es war eine Entscheidung, die angreifbar ist. Gerne würden wir mit der FIFA und ihrem Präsidenten über unsere Bilanz sprechen. Die vielen Vorwürfe, wie es weitergehen soll. Doch keine Reaktion. All unsere Fragen bleiben unbeantwortet. Was man munkeln hört, der Chef Sepp Blatter höchst selbst will sich zum Retter des Fußballs erklären und die WM-Vergabe nach Katar aufarbeiten. Ausgerechnet er, der für jahrzehntelange schmutzige Geschäfte steht. Er braucht ein sauberes Image. Im nächsten Jahr ist Präsidentenwahl. Um Fußball geht es kaum. Scheinbar nur um Macht und um Geld.